Österreich erwartet in den nächsten Tagen ein hochsommerliches Wetter. Die Details. Freitag. Oft scheint die Sonne bei aufgelockerter Quellbewölkung und die Schauerneigung bleibt in den meisten Fällen eher gering. Auf Frühtemperaturen von 11 bis 18 Grad folgen dann Tageshöchstwerte von 23 bis 29 Grad. Am Samstag sorgt der Hochdruckeinfluss für verbreitet sonniges Wetter und die Temperaturen, die steigen teilweise sogar kräftig. Im Westen oft deutlich sogar über die 30 Grad Marke. Dazu bleibt es überall niederschlagsfrei. Am Tag zeigt das Thermometer 26 bis 34 Grad mit den Spitzenwerten in Vorarlberg und auch in Nordtirol. Die Megahitze, die erwartet uns dann am Sonntag. Der Tag verläuft vielfach sonnig und hochsommerlich heiß mit bis zu 36 Grad im Westen Österreichs. Am Nachmittag sind vereinzelt isolierte Wärmegewitter zu erwarten. Zum Wochenstart am Montag gibt es bis zum Abend sonniges Wetter. Teilweise sind aber auch Gewitter zu erwarten. Der Wind, der weht zusätzlich schwach bis mäßig aus Südost bis West. In der Früh hat es 14 bis 31 Grad, am Tag legen dann die Höchstwerte zu und zwar auf 30 bis zu 35 Grad, mit den allerhöchsten Werten im Südosten. Zu guter Letzt noch zum Dienstag. Anfangs gibt es da viele Schauer und Gewitter. Diese treten hier auch tagsüber immer wieder auf und gewinnen sogar an Intensität. Überall sonst ist es sonnig und abermals sommerlich warm. Im Norden und Osten bilden sich erst nachmittags, ausgehend vom Bergland, Gewitter und auch Schauer. Die Frühtemperaturen, die betragen 11 bis 19 Grad und die Tageshöchsttemperaturen, die werden bis zu 30 Grad.